Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, uns mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Was neu ist für alle von Ihnen, dass Sie als Sachverständige entsprechend der neuen Regelung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim allerersten Aufruf einmal eventuelle finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenlegen müssen. Jetzt hat das Wort der Kollege Atish Gürpina für Die Linke, ist digital dabei. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Handverband, an Georg Wurth. Die Legalisierung von Cannabis scheint sich ja trotz Versprechen zu verzögern. Wie bewerten Sie dahingehend eine vorherige Entkriminalisierung? Oder sind, wie es teils behauptet wird, Konsumenten von Cannabis bereits entkriminalisiert? Herr Wurth, Sie haben das Wort. Ja, Stoppuhr läuft. Zur finanziellen Interessenvertretung. Ich vertrete den Deutschen Handverband, wie Sie gesagt haben, und wir werden zu 100% finanziert von Menschen, die sich die Legalisierung wünschen. Insofern haben wir vermutlich irgendwie eine Art Interesse finanziell gesehen, wie auch immer. Es gibt auch Leute da draußen, die sagen, wir hätten gerade kein Interesse an der Legalisierung, weil dann die Geschäftsgrundlage wegfällt, machen sich selbst ihren Reim darauf. Zur Frage. Cannabiskonsumenten sind nicht entkriminalisiert in Deutschland. Diese Behauptung, dass das über die geringe Mengeregelung der Bundesländer schon der Fall ist, weise ich zurück. Wenn ich mal hier so in die Runde schaue, auch Richtung Abgeordnete, wer von Ihnen hat wohl schon mal ein Strafverfahren gehabt? Die meisten von Ihnen werden sagen, um Gottes Willen, habe ich nichts mit zu tun, ich bin kein Verbrecher, vielleicht mal ein Bußgeld wegen Falschparken oder so, zu schnell gefahren, klar hat jeder mal, aber ein Strafverfahren ist eine ganz andere Nummer, habe ich nichts mit zu tun. Genau das passiert aber mit all diesen Cannabiskonsumenten. Jeden Tag 500 Mal, alle 3 Minuten wird ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eröffnet. Unabhängig vom Ausgang dieser Verfahren ist das eine Stigmatisierung und eine Zuschreibung, die diese Menschen nicht verdient haben, weil, wie sich ja jetzt offensichtlich durchgesetzt hat, das kein Unrechtsgehalt hat, Cannabis zu konsumieren und in keiner Weise irgendwie zu bestrafen ist. Und so ein Strafverfahren ist eben an sich auch verbunden bei den Ermittlungsmaßnahmen mit Hausdurchsuchungen teilweise, mit Telekommunikationsüberwachung, was sich auch ja, nicht gerade schön anfühlt, wenn man im Nachhinein davon erfährt, wie man da durchleuchtet worden ist. Da werden immer noch Körperöffnungen durchsucht nach kleinsten Drogenmengen von Polizisten. Die Leute werden erniedrigend behandelt, wie ein Straftäter eben. Und dann werden am Ende vielleicht die Strafverfahren eingestellt, vielleicht aber auch nicht. Es gibt auch eine Menge Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten, die mit erheblichen hohen Strafen enden, wo man sich wirklich dann auch, wenn man das mit Gewalt, Raubverbrechen zum Beispiel irgendwie vergleicht, wo man sich nur wundern kann, wenn jemand ein paar Pflänzchen für den Eigenverbrauch zum Beispiel angebaut hat, was dann da für Strafen bei rauskommen. Und das mit hohem Verfolgungsdruck in Deutschland, auch im europäischen Vergleich. Wir haben 180.000 Strafverfahren jedes Jahr gegen Konsumenten. Da kommen in 5,5 Jahren 1 Million Strafverfahren zusammen gegen Leute, die nichts mit Handel zu tun hatten, die einfach nur sich für Hanfblüten anstatt für Alkohol als Genussmittel entschieden haben. Insofern haben wir von Anfang an die vorgezogene Entkriminalisierung der Konsumenten gefordert, halten das nach wie vor auch für sinnvoll, das so schnell wie möglich zu tun. Gerade wenn sich eben jetzt abzeichnet, der große Wurf, die komplette Marktregulierung kann noch länger dauern. Steht auch in Sternen, ob sie überhaupt wirklich sicher kommt. Ja, da sind ja auch noch ein paar große Hürden zu überwinden. Insofern so schnell wie möglich bitte die Konsumenten nicht mehr verfolgen und die Strafbarkeit des Besitzes geringer Mengen und von ein paar Pflanzen komplett aufheben. Danke. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen und das Wort hat Frau Heidmann. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Ich hätte noch eine Frage an den Deutschen Hanfverband und zwar, wie beurteilen Sie die Sinnhaftigkeit einer möglichen THC-Obergrenze? Vielen Dank. Georg Wurth, Deutscher Hanfverband, bitte sehr. Ja, Georg Wurth, Deutscher Hanfverband. Ich halte eine THC-Obergrenze insgesamt nicht für sinnvoll, weil es muss ja darum gehen, letztendlich den Schwarzmarkt so effektiv wie möglich zu bekämpfen. Das heißt eben auch, ihm keine Möglichkeiten zu geben, attraktiver zu sein als der legale Markt. Und es gibt auch heute schon auf dem Schwarzmarkt Produkte mit allen möglichen Stärkegraden, sag ich mal, also auch mit hohen THC-Werten. Darunter fallen eben auch Extrakte.
die für bestimmte Konsumformen geeignet sind. Debbing sagt Ihnen jetzt hier wahrscheinlich gar nichts, aber es gibt es jedenfalls. Und die Grenzwerte, die bis jetzt in der Diskussion waren, die ich so gehört habe, unter anderem war ja zum Beispiel von 15% THC-Obergrenze die Rede. Damit ist sogar schon die Hälfte des Haschischmarktes nicht mehr bedient. Ja, also das sind ganz normale Cannabiskonsumenten. Das ist ein erheblicher Marktanteil, den man damit wegkappen würde und wo man automatisch dann die Kunden in die bisherigen Strukturen treiben würde. Und das betrifft insbesondere auch die höher gestellten, sozial höher gestellten, wie auch immer man das nennen soll, Konsumenten, die Produkte mit geringer THC, mit geringen THC-Werten. Beim Haschisch haben wir früher Punkerplatte genannt, ja, weil die eben eher die geringere Qualität hatten. Aber die, sag ich mal, Geschäftsleute oder so, die ein bisschen mehr Kleingeld haben, die werden eher hochwertiges Haschisch konsumieren. Jedenfalls nach dem, was ich so mitbekomme. Ja, und die werden dann ausgerechnet auf dem Schwarzmarkt bleiben. Und das will man ja vermeiden. Insofern möglichst keine THC-Obergrenze. Vielen Dank, Herr Wurth.